Zu Beginn der Mathevorlesung, das habe ich bisher immer so gehalten, möchte ich euch einen kurzen Streifzug, einen kurzen Überblick geben über, ich nenne es mal Kapitel der Mathematik, die zum einen in der Mathevorlesung selbst, zum anderen aber, und das ist der wichtigere Teil für euch, in den Ingenieursfächern, der technischen Mechanik, Elektrotechnik, Physik etc. pp. Wichtig sind. Das Ganze werden vier kurze Themenblöcke sein. Ich starte das Ganze mit einer kurzen Überblick, Funktionen, was sind Funktionen, wie kann ich, und jetzt weg von einem grafischen Taschenrechner, wie kann ich mir einen Überblick über einen Funktionsverlauf schaffen, wie kann ich so eine Funktion grob skizzieren, wenn ich die Funktion vorliegen habe. Punkt 2 und 3, das sind dann die beiden Großgebiete, einmal Differenziation, das Ableiten auf nicht Fremdwort. Da geht es darum, zum einen, was ist eine Ableitung, was beschreibt die, der andere natürlich technisch, wie kann ich technisch Ableitung bestimmen, auch von zusammengesetzten, komplizierteren Funktionen. Das nächste dann für die, wenn ihr so möchtet, Umkehrung der Differenziation, die Integration. Ja, auch da wieder die erste Frage, was bedeutet das physikalisch, technisch? Und dann eben die technische Seite, wie berechne ich Stammfunktionen, wie berechne ich bestimmte Integrale. Zu guter Letzt, und das bildet dann den Abschluss dieses Streifzugs, wird es darum gehen, auch das sind einfach wichtige Größen in den Anwendungen, Vektoren. Ja, wer das noch nicht kennt, viele Größen in der Anwendung haben nicht nur einen Betrag, es haben so Betrag und eine Richtung. Ja, deswegen brauchen wir sogenannte Vektoren. Auch da werden wir wieder zu Anfang schauen, was ist so ein Vektor und dann eben, wie kann ich sowas beschreiben, bis hin zu, was ist ein Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren und was ist ein Kreuz- bzw. Vektorprodukt. Starten werde ich das Ganze, wie schon jetzt erwähnt, mit einer kleinen Einführung, Funktionen skizzieren. Ich habe das einfach mal salopp so genannt. Da wird es jetzt darum gehen, wenn Funktionen vorliegen, wie kann ich dann aufgrund gewisser Eigenschaften, ohne dass ich jetzt einen Taschenrechner oder den Rechner bemühe, allein durch Überlegungen quasi mir veranschaulichen, überlegen, wie sieht eine solche Funktion grob aus, was für Eigenschaften hat sie. Bei dem es, wie gerade schon gesagt, darum gehen soll, dass ihr Funktionen skizzieren könnt, jetzt ohne Hilfe eines grafikfähigen Taschenrechners bzw. von Numerikprogrammen wie NumPy. Es geht wirklich darum, eine grobe Skizze zu erstellen, sozusagen die Grobcharakteristika einer solchen Funktion zu erkennen. So, mein Vorschlag ist, ich würde mir ein paar Sachen einfach bei der Funktion angucken. Das ist, ich mache das hier mal kurz als Liste, ich würde mir zum einen immer anschauen, was ist der Funktion, der Wert der Funktion an der Stelle 0. Ja, dann weiß ich, was ich quasi für x gleich 0 für einen Wert habe. Ich würde mir anschauen, wo hat die Funktion 0 Stellen, sprich, wo gibt es Werte x, für die gilt f von x gleich 0. In anderen Worten, wo schneide ich eben die x-Achse? Dann würde ich mir anschauen, was ist die Symmetrie? Habe ich eine Symmetrie? Also ist die Funktion gerade, ist sie ungerade? Ich mache das hier mal kurz. Eine Gerade heißt also, ich bin spiegelsymmetrisch zur y-Achse. Funktionswert an einer Stelle 2 ist das gleiche wie der Funktionswert an der Stelle minus 2. Ich lasse es hier unformal und ungerade. Das wird heißen, ich bin spiegelsymmetrisch zum Ursprung, sprich der Funktionswert an der Stelle 2 ist genau der gleiche wie an der Stelle minus 2 bis eben auf ein Minuszeichen. Die drehen sich vom Minuszeichen, vom Vorzeichen einfach rum. So, das würde ich anschauen. Dann würde ich noch angucken, was passiert mit der Funktion f von x. Ich schreibe es mal salopp so, wenn ich die x-Werte vom Betrag her sehr groß mache, also einmal gegen Plus und einmal gegen Minus unendlich geht, was passiert dann mit dem Funktionswert? So, wir schauen uns das Ganze an. Starten wir mit einem Beispiel. Beispiel 1. Genau, wir schauen uns die Funktion an, f von x. Ich schreibe einfach kurz f, ist gleich, ich nehme mal hier die Funktion 1 durch und dann x² plus 1. So, ich mache das relativ hemdsärmlich. Man könnte jetzt quasi die ganzen Werte, die da oben stehen, wir können es auch einmal exemplarisch wirklich machen. Wir können gucken, was ist der Funktionswert an der Stelle 0. Dafür setzen wir unten ein. Dann kriege ich hier einmal die 1. Also, das ist der erste Punkt. Null Stellen gibt es keine. Also beim zweiten, da ist sozusagen nichts. Ich habe keinen Wert, wo 0 rauskommt. Ich kann oben im Zähler, da steht eine 1. Unten bin ich immer größer oder gleich 1, also 0 wird niemals rauskommen. Symmetrie habe ich, ich habe unten ein x² stehen, sprich es ist egal, ob ich Plus oder Minus hier einsetze, die Funktion ist gerade. Und
Wenn ihr euch jetzt überlegt, was passiert, wenn ihr für das x, das unten steht, ne, dieses x hier sehr, sehr große bzw. kleine, also vom Betrag her sehr große Werte einsetzt, dann seht ihr, dann steht hier 1 durch, ne, dann irgendwie 1000 Quadrat, 1 Million Quadrat, ne, sprich das untere hier wird immer, immer größer. Letztendlich geht das Ganze also gegen Null. Ne? Ich habe also wirklich hier diese, ich nenne es mal das asymptotische Verhalten, f von x geht, wenn der x-Wert vom Betrag her sehr groß wird, dann geht das Ganze gegen Null. Ja, und damit bin ich im Prinzip auch schon, ich streiche das im Prinzip, bin ich in der Lage, die Funktion zu skizzieren. Das Ganze will ich hier machen. Also, guckt her, ich male ein Koordinatensystem hin. Ein bisschen verlängern. Genau, hier ist x, nach oben ist f. Ich trage hier mal den Wert 1 ein. Wir haben ja schon festgestellt, an der Stelle 0, wenn x gleich 0 ist, also an der Stelle hier für x habe ich den Wert 1. Und jetzt reicht es im Prinzip, den rechten Teil oder den linken zu zeichnen. Dadurch, dass ich Spiegelsymmetrie zur y-Achse habe, wenn ich einen Teil habe, habe ich natürlich durch Flippen auch den anderen Teil. Wir malen das Ganze, schaut, ich starte quasi von hier, ne, und dann weiß ich ja, asymptotisch geht das Ganze gegen 0. Ne, dadurch, dass der untere Teil hier, das hier, das ist ja auch immer größer oder gleich 1. Das ganze Bruch kann also auch nie größer als 1 werden, da es unten, sobald ich x von 0 verschieden mache, ja immer größer wird, dann wird das Ganze kleiner als 1. Ne? Sprich, das muss irgendwie von hier starten, von der 1 starten, so abfallen und dann letztendlich für ganz große x-Werte gegen 0 gehen. Das Ganze gespiegelt an der y-Achse, ne? Und dann weiß ich, die Funktion muss so, das ist natürlich jetzt eine grobe Skizze, aussehen. So, ich schaue mir ein zweites Beispiel an, das quasi das erste ganz, ganz leicht modifiziert ist. Ich schreibe hier Beispiel 2 und jetzt mache ich es ein bisschen kürzer. Ich schreibe nicht die ganzen Schritte, die ich oben hingeschrieben habe, hin, um auch zu zeigen, dass man sowas im Prinzip natürlich jetzt nicht gleich am Anfang, aber nach etwas Übung dann schauen sollte, dass man sowas dann relativ schnell im Kopf hinbekommt. Genau, guck, was habe ich gemacht? Ich habe oben anstatt der 1 eine x hingeschrieben. Damit werde ich Folgendes verändern, wenn ich es im Kopf durchgehe. Ich habe zum einen natürlich als Funktionswert an der Stelle 0 nicht mehr die 1. Setze ich 0 da ein, kriege ich 0 als Funktionswert. Das Ganze hat als Symmetrie jetzt nicht mehr gerade, sondern es wird ungerade. Ne, setze ich einmal 2 ein und einmal minus 2, dann ist es im Nenner unten, bleibt es gleich. Im Zähler aber wechselt sich einmal das Vorzeichen. Ne, sprich, ich switche die Symmetrie von gerade auf ungerade. Die Asymptote ist immer noch 0. Ja, wenn ich sehr, sehr hohe Werte einsetzen und oben habe ich x stehen, 1000, unten hätte ich 1000 Quadrat, ne? Dann ist natürlich der Nenner unten wächst deutlich schneller an als der Zähler und ich bekomme asymptotisch immer noch 0. Ja, und dann kann man sich relativ, ich sag mal wieder einfach überlegen, dass diese Funktion, ich mache die Skizze jetzt einfach drunter, dann wie folgt aussieht. Also, ich habe hier an dieser Stelle den Nullwert. Ja, ich gehe asymptotisch, ich zeige es mal an, gehe ich wieder gegen die 0. Ne, das ist aber klar, dass wenn ich quasi von der 0 aus kommend, wird es erstmal ein Stückchen anwachsen. Ne, das muss, denn ich sehe hier oben, ne, das wird positiv, das unten ist auch positiv. Ne, sprich, das wird erstmal ein Stückchen nach oben gehen, muss dann aber quasi irgendwo umkehren und wieder nach unten gehen, da ich asymptotisch ja gegen 0 gehe. Ne, das Ganze spiegeln wieder, diesmal am Ursprung spiegeln, ne, jeden Punkt hier am Ursprung spiegeln und dann bekomme ich quasi das hier, ne? Ich mache mal den Spiegelpunkt hier kurz so weiter. Ne? Dann seht ihr, an der Stelle hier habe ich irgendwie einen positiven Wert. Wenn das die Stelle x ist, an der Stelle minus x, dann habe ich entsprechend den negativen Wert. So, dann schauen wir uns noch ein drittes Beispiel an. Diesmal mit Nullstellen. Jetzt ein bisschen auch was Einfacheres. Nicht gebrochen rational, sondern ganz rational. Also Beispiel 3 möchte ich hier schreiben. Genau, und ich schaue mir die Funktion an, die so aussieht. X mal x plus 1. Ja, also ich kann das Ganze ausmultiplizieren, ich kann es auch so stehen lassen. Wir multiplizieren es mal aus und dann steht hier x² plus x. Genau, so und jetzt würde ich einfach wieder freihand das Ganze machen. Wir zeichnen mal ein Koordinatensystem rein und dann können wir uns überlegen, was da passiert. Genau, guck, das Ganze ist ja ein Polynom zweiten Grades und ihr seht, der höchste Term, das, die höchste Potenz, das ist hier das x², die kommt hier mit einem positiven Vorzeichen, ne? Sprich, was ich weiß,
dadurch, dass das der dominierende, der größte Term ist, die Funktion muss irgendwie vom positiven Unendlichen kommen und muss wieder hier ins positive Unendliche gehen. Ja? Und was die zwischendrin macht, das ist natürlich jetzt die Aufgabe, die wir rausfinden möchten. Symmetrie habe ich keine. Ne? Wenn ich 5 minus 5 einsetze, da habe ich keine Symmetrie bei dieser Funktion. Wie schon gesagt, ich habe Grenzwerte, also das geht gegen unendlich beides mal, gegen plus unendlich, hatte ich gerade schon gesagt. Nullstellen. Also das kollidiert jetzt. Ich kann gucken, was ist der Funktionswert an der Stelle 0. Der Funktionswert an der Stelle 0 ist 0. Wenn ich hier für x gleich 0 einsetze, das ist gleichzeitig auch, ich unterstreiche es hier mal, eine Nullstelle. Wo ist die zweite Nullstelle? Die zweite Nullstelle ist, ne, wenn dieser Faktor hier x plus 1 0 wird, sprich wenn x gleich minus 1 ist, dann sprich, jetzt machen wir mal hier die minus 1 hin. Genau, und dann könnt ihr euch wieder relativ einfach überlegen, wenn ich von hier oben irgendwo komme und wieder ins Positive gehe, ich kann ja maximal zwei Nullstellen haben bei einem Polynom zweiten Grades, dann muss das Ganze also von hier irgendwie kommen, dann geht das hier kurz unter die Achse und dann geht es wieder so nach oben. Ja, das ist die Funktion. So, ein drittes Beispiel, jetzt auch nochmal eine Funktion, wieder ein bisschen schwieriger, die relativ viel Anwendung hat in der Mathematik, die Gauss-Funktion, bisschen hier modifiziert. Und wir nehmen hier mal 1 minus e hoch minus x². Genau, ich mache es wieder, ohne die Einzelschritte hinzuschreiben. Machen hier ein Koordinatensystem hin. Genau, ich setze hier die 1 hin. So, ich habe für die Funktion eine Symmetrie. Ihr seht, da steht nur x² als Abhängigkeit von x. Sprich, das Ganze wird gerade sein. Es reicht also, wenn ich wieder eine Seite rausfinde. Jetzt steht da die Funktion e hoch minus x². Ja, ich skizziere das mal ganz kurz nebenher. Die Funktion e hoch x, ne, ich mache es mal gepunktet, wenn hier die 1 ist, die Funktion e hoch x sieht so aus. Das ist e hoch x, gepunktet. Die Funktion e hoch minus x sieht so aus. Ne? Ich komme hier von hoch und gehe dann hier sozusagen nach niedrig. Das ist die Funktion e hoch minus x. Ne? Ich mache es hier mal kurz in grün durchgezogen, dass man es besser unterscheiden kann. Genau, guckt dann jetzt da, davon ausgehend, wenn ich e hoch minus x Quadrat, jetzt wiederum in grün, das ist egal, in das gleiche Schaubild einzeichne, ne, dann könnt ihr euch relativ einfach wieder belegen, das Ganze muss so aussehen. Das geht hier dann zu 1 hoch und geht dann so runter. Ja, warum? Ihr seht, hier ist ja der positive Teil. Das sind die positiven x-Werte. Und wenn ich die Funktion e hoch minus x hier für positive Werte anschaue, dann geht das Ganze von 1 ausgehend nach unten. Wenn ich e hoch minus x² mache, habe ich ja immer nur für x² positive Zahlen da stehen. Sprich, ich kriege nur diesen rechten Zweig der e hoch minus x-Funktion, das Ganze quadratisch. Deswegen habe ich hier, ich markiere es mal, an dieser Stelle auch kein Knick, wie ich es hätte bei e hoch minus Betrag x, sondern das Ganze ist abgerundet, ne, da ich da oben x Quadrat stehen habe. So, was passiert? Ne, diese Funktion, ich habe hier ja ein Minus davor stehen, ne, sprich diese grüne Funktion, die ihr hier seht, die wird einmal umgeklappt, ne, sprich die sieht dann so aus und dann plus 1 um 1 nach oben verschoben, ja, und dann kriege ich im Endeffekt eine Funktion, die so aussieht. Die Gauss-Funktion hier einmal umgeklappt und um plus 1 nach oben verschoben. Ein letztes Beispiel. Wir nehmen noch eine trigonometrische Funktion her. Ich nehme als Beispiel hier die Funktion, schreibe hier kurz Beispiel hin. So, wir nehmen minus 2 mal und dann Cosinus 2x. Gut, kurze Rekapitulation. Ich male das auf der rechten Seite hin. Die Cosinus-Funktion ohne diese Verzierungen, den Vorfaktor und die 2 im Argument sieht so aus. Ne, zur Erinnerung, das sind alles die Sinus, Cosinus, sind zwei pi-periodische Funktionen. Der Cosinus startet bei plus 1, ne, und ich mache es hier in grün, läuft dann von plus 1 über pi halbe bei pi zu minus 1 und dann wiederholt sich das ganze Spiel hier. Bei 2pi lande ich wieder bei 1. So, wenn ihr jetzt diese Funktion anschaut, die hier steht, ich mache hier ein bisschen Platz nach unten, damit ich das Schaubild schöner einzeichnen kann. Ich habe zum einen einen Vorfaktor da vorne dran stehen, der minus 2 ist. Das heißt, zum einen wird Cosinus umgeklappt. Ja, das heißt, ich starte nicht im Positiven, sondern ich starte im Negativen. Das ist die erste Modifikation, die es gibt.
Das hier ein bisschen schöner malen, genau. So, hier ist die 2, 1, das gleiche nach unten gemalt. Genau, also ich werde hier unten starten bei minus 2. Ich habe das Minus nach unten klappen. Die 2 ist eben die Erhöhung der Amplitude. Und dann ist es so, schaut, ich habe hier 2 stehen. Sprich, wenn ich auf der rechten, im rechten Bild hier diese Periode 2 Pi durchlaufen habe, wenn x zwischen 0 und 2 Pi läuft, ist es hier so, dass wenn x bei 2 Pi angelangt, ich 4 Pi habe, ne, sprich ich habe diesen Zyklus, den ich hier einmal durchlaufen habe, dann zweimal durchlaufen. Ne, ich bin also doppelt so schnell, wenn ihr so möchtet, mit der Schwingung. Sprich, ich mal das Ganze so hin, Pi und dementsprechend hier 2 Pi. Ne, sprich, ich habe eine volle Periode schon innerhalb Pi. Das heißt, das Ganze geht also hier hoch. Und dann wieder runter und dann das Ganze nochmal hoch und wieder runter.